Weit unter dem Meeresspiegel beginnt eine geheimnisvolle Welt. Die Tiefsee. Eine Welt voller fremder, faszinierender Wesen von eigenartiger Schönheit. Doch wie können sie in dieser Eiseskälte, unter dem massiven Druck der Wassermassen und in der Dunkelheit überleben? Die Gesetze des Lebens dort zu erforschen, ist eine besondere Herausforderung. Ja, faszinierende Unterwasseraufnahmen kann ich Ihnen schon mal versprechen. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Sie lernen heute bei uns eine Frau kennen, die viel dazu beigetragen hat, dass wir die Tiefsee besser verstehen. Sie gehört zu den bedeutendsten Meeresbiologen der Welt und hat 2014 den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis erhalten, die renommierteste wissenschaftliche Auszeichnung in Deutschland. Professor Nicole Dubilier. Glückwunsch und ganz herzlich willkommen bei Planet Wissen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. So eine Reise in die Tiefsee, ist das vergleichbar mit einer Reise zu einem anderen Planeten? Also das kann ich nicht sagen, weil ich noch nie zum anderen Planeten gereist bin. Aber ich denke, dass hier auf Erden eine Reise in die Tiefsee unvergleichbar ist mit irgendeinem anderen Erlebnis. Zum einen können Sie schon mal alleine als Mensch gar nicht dahin, sondern Sie brauchen ein Forschungs-U-Boot, weil der Druck so immens ist, dass es Sie umbringen würde. Dann herrscht komplette Dunkelheit in der Tiefsee. Man sieht gar nichts. Man ist auf die Lichter angewiesen von dem Forschungs-U-Boot. Es ist kalt und es gibt auch Nahrungsmangel. Und trotzdem ist da eine ungeheure Vielfalt von Leben, die wir unten in der Tiefsee finden. Und jede Menge Faszination, vor allem für Sie als Wissenschaftlerin. Sie sind Direktorin am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Sie sind Professorin an der Uni Bremen und Leibniz-Preisträgerin. Das klingt nach einer Karriere, die so permanent auf der Überholspur verlaufen ist. War das so? Nein, das war keineswegs so. Ich habe sehr lange gebraucht. Meine Doktorarbeit hat 7 Jahre gedauert. Das ist ungewöhnlich. In der Regel sollte das nur 3 bis 4 Jahre dauern. Und auch die weiteren Schritte waren eher langsam. Also ich würde mich eher als den Igel bezeichnen, der, sagen wir, auch ans Ziel gekommen ist. Allerdings ans Ziel gekommen ist. Wir sind gespannt auf Ihren ungewöhnlichen Weg zum Erfolg. War es nur die Langsamkeit, die anders war, oder was war noch speziell? Also ich denke, dass ich auch lange Zeit mir nicht sicher war, ob ich in eine Führungs- oder in eine Leitungsposition übernehmen wollte und dass ich vor allem selber konkret forschen wollte und auch Sorge hatte, dass mit einer Leitungsposition meine Möglichkeiten, selber konkret an meinen Objekten zu arbeiten, nicht mehr vorhanden wären. Aber inzwischen habe ich das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Heute ist Professor Nicole Dubilier genau dort, wo sie hin wollte. Und eines genießt sie ganz besonders, dass sie in ihrem Beruf nicht nur im Labor oder am Schreibtisch sitzt, sondern regelmäßig auch an ihrem Lieblingsarbeitsplatz, dem Meer ist. Zum Beispiel auf Expedition mit dem zweitgrößten deutschen Forschungsschiff Meteor. 7 Wochen wird die Meteor auf See sein und tausende Meilen über dem mittelatlantischen Rücken zurücklegen. Obwohl es schon mehrere Expeditionen in dieses Gebiet gab, ist ein Tauchgang auch hier für die Wissenschaftler immer noch eine Reise ins Unbekannte. Der Lebensraum Tiefsee beginnt 200 Meter unter dem Meeresspiegel und erstreckt sich über mehr als die Hälfte unseres Planeten. Doch nur 1% davon ist erforscht. Fast überall, wo ein Vorstoß in dieses dunkle Universum gelungen ist, wurden neue Ökosysteme entdeckt. Je öfter Wissenschaftler in die Tiefsee vordringen, desto klarer wird, das Leben dort verläuft nach anderen Gesetzen als an der Oberfläche. Noch ist der Mensch weit davon entfernt, diese Gesetze zu verstehen. Die Rückseite des Mondes ist besser erforscht als die Tiefsee. Man kann sich das kaum vorstellen. Warum ist das so? Wir haben überhaupt erst seit 35 Jahren die Möglichkeit, mit Forschungs-U-Booten in die Tiefsee zu gehen. Bis davor kam man gar nicht in die Tiefsee. Sie ist auch sehr groß. Es ist eins der, man sagt, der größte Lebensraum auf Erden. Und man sagt, wenn man ähnliche Methoden auf Land hätte,
wie wir in der Tiefsee haben, dass man Elefanten hier auf Erden nicht entdeckt hätte. Also Sie müssen sich eine ungeheure Weite vorstellen und eben eine nur sehr kleine Fläche, die wir mit unserem Forschungs-U-Booten absuchen können. Wenn wir so Bilder sehen von Forschungsschiffen, wie wir sie jetzt gerade auf dem Schiff gesehen haben, das ist für uns ja schon Abenteuer pur. Was sind für Sie so die spannendsten Momente bei so einer Forschungsreise? Oh, es gibt so viele spannende Momente. Einmal von der Forschung her ist es wahnsinnig spannend, wenn unsere Objekte, unsere Tiere, an die wir forschen, mit dem Forschungs-U-Boot nach oben kommen. Dann müssen wir warten, bis das Forschungs-U-Boot an Deck des Bootes, am Deck des Schiffes befestigt ist. Und dann geben die Piloten das frei und wir stürzen nach vorne und sehen dann unsere Muscheln, unsere Würmer, die aus der Tiefsee kommen. Das ist ein ganz spannender Moment. So eine Reise auf so einem Forschungsschiff kostet 35.000 Euro am Tag. Das ist viel Geld, da werden Sie viel beäugt. Wie groß ist da dieser Druck, dass da auch wirklich, wenn Sie so sagen, wir gucken da, was da drin ist, auch wirklich die Tiere drin sind? Der ist ungeheuer groß, weil das ist eine große Verantwortung, die man trägt. Vor allem, wenn man auch noch Fahrtleiterin ist und für die Reise dann verantwortlich ist. So ein Schiff arbeitet auch deswegen rund um die Uhr. Das ist so, dass sie tags und nachts dann wissenschaftliche Arbeiten geleistet werden. Und besonders bitter für uns ist, wenn das Wetter so schlecht ist, dass wir mit unserem Forschungs-U-Boot oder Tauchroboter nicht rauskommen. Dann leiden wir sehr. Sie haben eine lange Ausbildung, jetzt eine steile Karriere gemacht. Muss man in der Meeresbiologie als Frau mehr leisten als Männer? Ich glaube, dass Männer und Frauen gleich hart arbeiten müssen. Aber ich glaube, dass Frauen sich das häufiger nicht trauen. Dass sie häufiger denken, dass dieser Weg möglicherweise zu schwierig, zu anstrengend wäre. Und es ist mir ein Anliegen, vor allem auch bei meinen jungen Kollegen und Studenten, die zu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Man kann es schaffen, wie man an ihnen sieht. Was Sie mal werden wollen, das wussten Sie schon als kleines Mädchen ganz genau, jahrelang. Und mit großem Durchhaltevermögen hat Nicole Dubilier auf ihr Berufsziel hingearbeitet. Und jetzt kommt eine Überraschung. Ein Leben als Ballerina. Dafür trainiert Nicole Dubilier als Mädchen mit eiserner Disziplin. Sie schafft sogar die Aufnahmeprüfung an einem berühmten Ballettinternat. Doch die schulische Laufbahn wäre dort eingeschränkt. Die junge Tänzerin muss sich zwischen Abitur und Profikarriere entscheiden. Schließlich gibt sie den Traum vom Tanzen auf. Auf der Insel Helgoland macht sie nach der Schule ein Praktikum. Dort besinnt sich Nicole Dubilier auf ihre zweite große Leidenschaft, das Meer, und beschließt, ich werde Biologin und Meeresforscherin. Wo kam diese Leidenschaft fürs Meer denn dann her? Ich bin in New York City groß geworden und Natur war Central Park. Mehr habe ich nicht erlebt, aber die Sommerferien haben wir am Meer verbracht. Und das war dann die schönste Zeit für mich im Jahr. Und einfach nur das Meer zu erleben, hat mich sehr begeistert. Allerdings waren die Tiere weniger interessant für mich. Eher waren sie zum Essen interessant, als dass ich jetzt selber an sie schon ein großes Interesse hatte. Aha. Muscheln essen, Fische essen. Muscheln essen, ja. Krebse fressen, essen. Bin ich ganz bei Ihnen, esse ich auch alles sehr gerne. Und das heißt, Sie waren kein Kind, das schon Regenwürmer gesammelt hat und unter der Lupe angeguckt hat und so Biologie gesucht und beobachtet hat? Nein, und ich war immer ein bisschen neidisch auf meine Studienkollegen, die diese Faszination hatten. Biologie war mein schlechtestes Fach in der Schule. Wow. Ich muss zugeben, dass ich einfach diese Leidenschaft für Vögel oder Pflanzen bestimmen nicht hatte. Sie haben Ihre Leidenschaft oder diese Idee mit der Meeresbiologie ist Ihnen bei einem Praktikum auf der Insel Helgoland gekommen, in der biologischen Anstalt dort. Wie sind Sie denn dann überhaupt dahin gekommen? Na, es war ein bisschen anders. Also ich hatte das Praktikum gemacht, weil ich mir überlegt hatte, dass ich Meeresbiologie studieren wollte. Und hatte mir aber überlegt, dass ich vorher ein Praktikum machen möchte. Und die Idee, Meeresbiologie zu machen, war eher eine, sagen wir, im Nachhinein gesehen eine romantische, weil ich mir vorgestellt habe, dass ich den ganzen Tag auf dem Schiff mit diesen schönen Männern, die man auf den Jacques Cousteau-Schiffen sah, dass ich meinen Tag damit ihnen verbringen würde.
oder tauchen gehen würde vormittags und dann nachmittags ein bisschen im Labor arbeiten würde. Sind da keine schönen Männer auf den Forschungsbooten? Natürlich sind da unzählige schöne Männer, aber das ist nicht mehr der Berufs- oder mein vorderstes Berufsziel. Das heißt, damals hatten Sie eine romantische Vorstellung, dann beim Biologiestudium in Hamburg war das dann. Sie haben ja eine deutsche Mutter, glaube ich, ne? Deswegen sprechen Sie auch so fantastisch Deutsch. Haben Sie dann beim Studium gespürt, das ist meine Berufung? Leider war das Studium auch nicht oder hat nicht dazu geführt, dass ich diese Begeisterung entdeckt habe, die ich jetzt habe. Während meines Studiums habe ich mir immer wieder gewünscht, dass ich mehr Begeisterung haben könnte. Ich kann mich genau erinnern, dass wir einen Regenwurm sezieren mussten und im Protokoll stand, wer sich nicht dafür begeistern kann, ist des stumpfen Geistes. Und so fühlte ich mich auch immer wieder. Des stumpfen Geistes. Ja, das war ein sehr ältliches, es war ein älteres Protokoll. Mhm. Und trotzdem sind Sie aber dran geblieben am Studium. Ja, bin C. Einmal dafür entschieden und durchgezogen. Ja, ich denke auch, dass es mir wichtig war, dieses durchzuziehen und dann zu gucken und dann mich zu entscheiden, ob ich weiter dabei bleiben möchte oder nicht. Entscheidend für mich war aber auch, dass ich in den Semesterferien immer wieder praktisch gearbeitet habe. Mhm. Die damalige biologische Anstalt Helgoland, auf Helgoland, dort habe ich immer meine Praktika gemacht. Und das hat mich immer wieder motiviert. Wenn ich dann wieder konkret selber Forschung erleben konnte, habe ich gemerkt, das ist das Richtige für mich. Mhm. Raus ans Wasser. Ein Gebiet der Biologie hat Sie ja schon in Ihrem Studium immer fasziniert, Symbiosen, also der Zusammenschluss von zwei Lebewesen, die beide voneinander profitieren. Und so suchte sich Nicole Dubilier Mitte der 80er Jahre einen Doktorvater, der an Symbiosen mit Bakterien im Meer forschte. Bakterien sind Überlebenskünstler. Kein anderes Lebewesen ist so anpassungsfähig wie Sie. Vor der Westküste Mittelamerikas liegen die Galapagos-Inseln mit ihrer eigentümlichen Pflanzen- und Tierwelt. Auf dem Meeresgrund existiert hier ein erstaunliches Ökosystem. In der Tiefsee, in absoluter Finsternis, schießt heißes Wasser mit über 400 Grad aus dem Boden. Und trotzdem leben in dieser Umgebung Bakterien. Sie sind in der Lage, Schwefelwasserstoff umzusetzen. Dabei entsteht Zucker, der diesen Röhrenwürmern als Futter dient. Bakterien schaffen in der finsteren, lebensfeindlichen Umgebung die Voraussetzung für dieses bunte Biotop. Das Tote Meer. Der Salzgehalt beträgt hier in extremen Zeiten bis zu 40 Gramm pro Liter. Diese Dichte lässt Menschen auf dem Wasser schweben. Aber weder Fisch noch Wurm könnten im Toten Meer überleben. Das Salz würde die Zellen der Lebewesen austrocknen. Das Bakterium Halococcus aber hat einen Trick. Es hält dieselbe Salzkonzentration wie das Tote Meer und kann so gar nicht austrocknen. Die Antarktis. Eingeschlossen im Eis trotzt hier eine Lebensform für Mensch und Tier tödlichen Temperaturen. Das Bakterium Colvellia lebt in winzigen Flüssigkeitsbläschen im Eis. Es produziert Stoffe, die die Bildung von Eiskristallen verhindern. So trotzt es Temperaturen von minus 200 Grad. Der Mono Lake in Kalifornien und ein hochgiftiger Stoff, Arsen. Er legt den gesamten Stoffwechsel lahm. Für Mensch und Tier bedeutet das einen qualvollen Tod. Erst vor kurzem entdeckten Forscher eigenartige Aktivitäten von Mikroorganismen im totgeglaubten Mono Lake. Sie fanden ein Bakterium, das Arsen als körpereigenen Baustein akzeptiert. Das Bakterium mit der Bezeichnung GFAJ1
ist die einzige bisher bekannte Lebensform auf der Welt, die nicht durch Arsen stirbt. Mehr Infos auf planet-wissen.de. Dort können Sie zum Beispiel nachlesen, dass die ersten Bakterien auf der Erde sich schon vor 3,5 Milliarden Jahren entwickelt haben und was wir Menschen überhaupt von den Symbiosen mit Bakterien haben. Und das ist ja ein Thema, Frau Duvillier, das Sie auch sehr begeistert hat, von Anfang an fasziniert hat. Was ist so spannend an Symbiosen? Ohne Symbiosen gäbe es das Leben, so wie wir das kennen, nicht auf Erden. Also wir sind schon mal entstanden, alle Vielzeller durch Symbiosen. Die ersten Zellen auf Erden haben sich dann zusammengetan, einfache Mikroorganismen. Und auch heute noch ist es so, dass alle Pflanzen, alle Tiere abhängig sind von ihren bakteriellen Symbionten. Wenn wir selber unsere Bakterien im Darm nicht hätten, unsere Symbionten, dann könnten wir unsere Nahrung nicht essen. Also das fasziniert mich, dass das gesamte Leben so davon abhängig ist. Mhm. Ihre Promotion, Ihre Doktorarbeit hatte aber wenig mit Symbiose zu tun, ne? Ja, leider. Also meine Doktorarbeit, da war die Frage, wie kleine Würmer, die vor Sylt vorkamen, wie die in diesen schlickigen Sänden, in denen sie vorkommen, wie sie mit wenig Sauerstoff und ganz viel giftigen Schwefelwasserstoff überleben können. Und für Ihre Doktorarbeit sind Sie dann an die Küste von Sylt geschickt worden von Ihrem Doktorvater? Ja, das klingt sehr schön. War das frustrierend? Das klingt eigentlich sehr schön, aber es war so, dass diese Würmer in den damaligen Abwässern von dem Klärwerk in List vorkamen. Also jetzt wird das ja alles ordentlich abgeleitet. Und das sehr schlickig war und ich vor allem in den Wintermonaten dahin musste und kalt. Es sehr kalt war. Und ich hatte meine eigene persönliche Regenwolke, die immer mit mir rausging und auf mich regnete. Und wenn ich dann wieder im Labor war, hörte es immer auf zu regnen und ich war über und über mit Schlick dann bedeckt. Und es war zumindest eine Arbeit, wo ich mir geschworen habe, hinterher arbeite ich an Tieren, die in schöneren Gegenden vorkommen. Und Sie haben 7 Jahre für Ihre Doktorarbeit gebraucht, haben Sie vorher gesagt. Also 7 Jahre Frust? Nein, also 7 Jahre Frust, ich glaube, das hätte auch ich nicht durchgehalten. Da waren auch immer wieder Erlebnisse, die Spaß gemacht haben. Aber es war einfach für mich anstrengend und schwierig. Haben Sie ernsthaft daran gedacht, hinzuschmeißen? 2-3 Mal habe ich sehr, sehr ernsthaft daran gedacht. Aber hatte das Glück, dass immer wieder Menschen um mich herum waren, die mich ermutigt haben, weiterzumachen. Das habe ich dann auch gemacht. Und diese 2-3 Momente, was war da der Gedanke? Der Gedanke war, dass ich es zu schwierig finde, zu anstrengend und dass ich nicht sicher bin, dass es sich lohnt. Mhm. Für mich war aber dann auch entscheidend, dass ich mir überlegt habe, wenn ich das nicht mache, dass ich womöglich dann bis an mein Lebensende mich frage, warum hast du das nicht durchgezogen? Und so bin ich sehr froh im Nachhinein, dass ich das durchgezogen habe, denn es hat sich wirklich für mich auch gelohnt. Mhm. Eine lange Durststrecke also. Und nach dieser Promotion, 1992 war sie dann geschafft, haben Sie sich gesagt, jetzt gebe ich mir noch ein Jahr als Postdoc, so nennt man das, und sind nach Harvard gegangen. War das ein letzter Versuch, jetzt ein Forschungsgebiet zu finden, wofür Sie brennen? Ja, das war genau so, dass mir klar war, ein akademischer Beruf erfordert viel Arbeit Ich war der Meinung, nur wenn ich eine entsprechende Leidenschaft dafür habe, werde ich das auch wirklich mit Erfolg machen können. Und hatte dann gesagt, ein Jahr gebe ich mir Zeit und wenn das dann die Leidenschaft nicht in mir entbrennt, dann suche ich mir was anderes. Und in Harvard beginnen Sie dann mit der Symbioseforschung im Meer, über die wir ja gerade schon kurz gesprochen haben. Und Ihre dortige Professorin war auch eine Berühmtheit in der Forscherszene. Sie entschlüsselte zusammen mit Kollegen die Lebensbedingungen an Unterwasservulkanen, den sogenannten schwarzen Rauchern. Und die hat man Ende der 70er Jahre überhaupt erst entdeckt. Schwarze Raucher, Schlote am Meeresgrund. Sie stoßen heißes Wasser und giftige Gase aus. Kein Ort fürs Leben, dachten Experten, bis sie solche Bilder zu sehen bekamen. Trotz Druck, Hitze und Gift, hier lässt sich's aushalten. Dass es solche schwarzen Raucher gibt, weiß man erst seit wenigen Jahren. Mit neuen Technologien konnte der Meeresboden immer genauer kartiert werden. Dabei zeigt sich, dass sich gerade an den Flanken unterseeischer Vulkane ganz besondere Kamine gebildet haben.
Es sind eben jene schwarzen Raucher. Ins Blickfeld der Forscher rückten die Schlote, als Hightech-Kameras an Tauchrobotern solche faszinierenden Bilder lieferten. Orte voller Leben. Die schwarzen Raucher befinden sich an Stellen, an denen der Meeresboden besonders dünn ist. Heißes Magma steigt hier nahe an den Meeresgrund auf. Das Magma wirkt wie ein gigantischer Tauchsieder. Wasser, das in den durchlässigen Meeresboden eindringt, erhitzt sich über der Magmakammer auf mehr als 350 Grad. Wegen des enormen Drucks in dieser Tiefe kocht das Wasser aber nicht, sondern löst Eisen- und Kupfersulfide aus dem Gestein heraus. Das erhitzte Wasser strömt wieder nach oben ins Meer. Im kühleren Wasser kristallisieren die gelösten Stoffe wieder zu festem Gestein. So entstehen die Wände des Schlots, durch den unablässig weiter gelöstes Material als schwarzer Rauch nachströmt. Mitten in der eiskalten Tiefsee. Eine Oase in 3000 Metern Tiefe, ohne Licht. Bei 300-fachem Atmosphärendruck und einer Hitze von bis zu 400 Grad Celsius. Muscheln, Krabben, Würmer, sie alle leben von Bakterien, die dort prächtig gedeihen. Die Bakterien schaffen es, giftige Schwefelverbindungen in brauchbare Nahrung zu verwandeln. Das ist der Ausgangspunkt für eine verzweigte Nahrungskette bis hin zu seltsamen Fischarten, auf die man nur in diesem Ökosystem einen kurzen Blick erhaschen kann. Wirklich faszinierende Bilder, aber noch mal für Nichtwissenschaftler, was haben diese schwarzen Raucher mit Symbiose zu tun? Die schwarzen Raucher strömen Gase aus. Und diese Gase, wie Schwefelwasserstoff, sind die Energiequelle für die Bakterien. Und die Bakterien sind die Symbionten von den Tieren. Das heißt, die Bakterien nutzen diese Gase, können damit CO2 fixieren, in Zucker umwandeln und ihre Tiere füttern. Und wenn es nicht diese schwarzen Raucher gäbe mit den Gasen, gäbe es dann diese Bakterien nicht, und es gäbe die Tiere nicht und es gäbe dort nicht diese wahnsinnig großen Tiergemeinschaften. Da wäre dann gar nichts. Dann wären Bakterien da, aber die Kamera fände das, glaube ich, nicht ganz so spannend wie diese schönen Tierwiesen. Und die könnten sich auch nicht so gut ernähren, weil sie die Kohlenwasserstoffe ja von den schwarzen Rauchern bekommen. Dadurch entsteht eben dieser Lebensraum dort. Wie ist es denn möglich, dass die Tiere an 400 Grad heißen Quellen überleben? Werden die da nicht gekocht? Ja, das würden sie. Also sie haben sogar Verhaltensweisen, wo sie das vermeiden. Die Tiere leben an Temperaturen dort, an den heißen Rauchern, die, sagen wir, irgendwo zwischen 4 Grad und maximal 40 Grad leben, weil das Umgebungswasser ist kalt, das ist 2 bis 3 Grad. Und das mischt sich mit diesem 400 Grad heißem Wasser. Okay. Und dadurch siedeln sich auch die Muscheln und auch die Röhrenwürmer sehr genau da an, wo sie dann sozusagen wie mit einer Badewasser fühlen, sagen, oh ja, so ist es gut für mich, aber da ist es auch zu heiß. Aha. Und wie weit entfernt ist das von diesem Vulkan? Also von den schwarzen Rauchern ist es so, dass es in wenigen Zentimetern schon eiskalt wird. Also die Temperaturunterschiede oder die Gradienten sind sehr, sehr steil. Und wie groß muss man sich diese schwarzen Raucher denn überhaupt vorstellen? Oh, die können sehr groß sein. Die können 50 Meter groß werden, wachsen auch ungeheuer schnell. Die können 30 Zentimeter am Tag wachsen. So schnell? Oder, ja, so schnell. Oder 10 Meter im Monat. Das ist schon beeindruckend. Aber bei 50 Meter ist dann Schluss? Also wir haben bislang nie welche beobachtet, die größer waren als 50 Meter. Aber das finde ich schon ziemlich groß. Ja. Und ist dann bei den Großen mehr drumherum als bei den Kleinen oder spielt das keine Rolle? Ja, sie müssen entsprechend dicker sein, weil sie sonst, wenn sie zu schmal wären, wie ein Zahnstocher, dann auch umfallen würden. Aha. Das heißt, ohne diese Bakterien wäre ein Leben in der Tiefsee überhaupt nicht möglich? Für diese großen Tiergemeinschaften an den heißen Rauchern. Also grundsätzlich ist es so, dass es auch Tiere in der Tiefsee gibt, weit weg von diesen Quellen. Mhm. Aber da gibt es die nicht in diesen großen Mengen, die man dann sieht an diesen heißen Quellen. Und mit dieser Entdeckung dieses Lebens an den Unterwasservulkanen, war da ein großes Rätsel der Tiefsee gelöst?
Vor 30 Jahren, als man die schwarzen Raucher entdeckte, war das so wow? Oder sind da so viele Fragen offen, dass man sagen muss, hm? Also glücklicherweise sind da ganz viele Fragen offen, an die wir noch forschen können. Also es ist so, dass wenn wir eine Frage beantwortet haben, wir meistens damit mindestens 10 bis 15 weitere Fragen auch wieder aufmachen. Okay, das heißt, wir laden Sie noch ein paar Mal ein in den nächsten Jahrzehnten. Gerne. Auf unserer Internetseite planet-wissen.de haben wir die wichtigsten Infos zur Forschung in der Tiefsee und zu den schwarzen Rauchern für Sie zusammengefasst. Und dort können Sie auch nachlesen, warum die Tiefseeröhrenwürmer, die an diesen schwarzen Rauchern leben, hier haben wir ein Bild von den schwarzen Rauchern, überhaupt überleben können. Die haben nämlich weder ein Maul, noch einen Magen, noch einen Darm. Unser Gast, die Meeresbiologin Nicole Dubilier, kommt also in den 90er Jahren, haben wir gehört, nach Harvard, wo ihre Kollegen genau diese Tiefseeröhrenwürmer erforschen. Sie haben dort das Handwerkszeug für die Symbioseforschung gelernt und dann hat ein Wurm ihr Leben verändert. Ich glaube, man kann das genauso sagen. Und zwar genau dieser ist das, der Meereswurm Olavius algarviensis. Extrem dünn, gerade mal 1 bis 2 Zentimeter lang. Was fanden Sie an ihm so attraktiv? Also ich glaube, man sagt, die Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Und es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber was ich so faszinierend an dem Wurm finde, ist, dass er eben, wie Sie schon sagten, keinen Mund hat, keinen Darm, keinen Po hat. Der hat auch keine Exkretionsorgane, das, was Nieren bei uns sind. Und all diese Funktionen von Fressen und auch Ausscheidung von seinen giftigen Stoffwechselprodukten, all das übernehmen seine symbiotischen Bakterien. Das finde ich faszinierend. Als ich den Namen gerade ausgesprochen habe, habe ich mich gefragt, ob der was mit der Algarve zu tun hat. Genau, der wurde dort zuerst entdeckt an der Algarve, deswegen algarvensis. Und auch der erste Name Olavius hat was damit zu tun, dass mein Doktorvater Olaf Giere, dass nach ihm die Würmer benannt wurden. Deswegen heißen sie Olavius. Und es gibt sogar eine Wurmart, die Olavius nicolae heißt, die auch nach mir benannt worden ist, aber dann an zweiter Stelle, also als Artname. Herzlichen Glückwunsch. Wer hat schon einen Wurm, der nach einem benannt ist? Ja, mein Vater war sehr stolz, aber als er dann erfuhr, dass die Köchin auf der damaligen Reise auch einen Wurm nach ihr benannt bekam, war dann nicht mehr ganz so stolz. Die Köchin auf dem Forschungsschiff? Ja. Braucht man so viele Namen oder wie ist Wenn das Sie zu erklären? Bekommen, dann können wir vielleicht einen Wurm nach Sie benennen. Ja, also ich würde nicht Nein sagen. Das ist doch sehr außergewöhnlich. Aber kann das sein, dass man dann so viele Tiere entdeckt auf so einer Forschungsreise, dass man einfach schon einen Namen wir braucht? Wir entdecken, also in der Tiefsee ist es so, dass wir mindestens 50% der Tiere, die wir dann aus der Tiefsee hochholen, uns nicht bekannt sind, der Forschung nicht bekannt sind. Und bei den Mikroorganismen ist das noch viel, viel mehr. Da ist es so, das ist wirklich, dass wir davon ausgehen, dass wir maximal 1% aller Mikroorganismen schon kennen. Toll. Also das heißt, wenn Sie mal eine Chance haben, liebe Zuschauer, auf einem Forschungsschiff zu landen, unbedingt machen, dann könnte man tatsächlich erleben, dass ein Tier nach einem benannt wird. Und dieser Meereswurm, über den wir gerade gesprochen haben, der hat einen ganz besonderen Überlebenstrick. Anders als andere Würmer, die direkt neben den Schwefelwasserstoffquellen leben, kann er sogar in extrem energiearmen Gewässern überleben. Wie er das macht, sehen wir jetzt. Die Lösung? Der Wurm lebt mit gleich 2 Bakterienarten zusammen und hat sich damit seine eigenen Energiequellen einverleibt. Unter der Haut des Wurms benutzt das erste Bakterium Schwefelwasserstoff als Energiequelle, um Zucker zu produzieren. Nahrung, die der Wurm verwerten kann. Bei diesem Prozess atmet das erste Bakterium eine Art Abfallstoff aus. Diesen wandelt das zweite Bakterium wieder in Schwefelwasserstoff für das erste Bakterium um. Ein perfekter Kreislauf. Die Gegenleistung des Wurms? Er bietet seinen Bakterien die Unterkunft. So bekommen in der Dreiecksbeziehung alle Partner das, was sie brauchen. Etwas Ähnliches war bis dahin von keinem einzigen Meerestier bekannt. Die Entdeckung dieser Dreier-Symbiose war also eine echte wissenschaftliche Sensation. Aber was macht Ihr Wurm so anders als die anderen, die von den Bakterien leben, von denen wir schon gehört haben? Dieses sogenannte Ménage à trois war das Neuartige, was wir entdeckt haben. Die meisten Würmer, die wir oder überhaupt Tiere, die wir untersucht haben, hatten, da war nur bekannt, dass sie einen Symbionten hatten.
Und an diesem Wurm haben wir entdeckt, dass er zwei hat und dass diese Symbionten, diese beiden, sich gegenseitig füttern. Und dass dieses gegenseitige Füttern dann wiederum dem Wurm zugutekommt. Und dass also alle drei was voneinander haben. Ach so, die anderen Würmer haben nur ein Bakterium in sich. Die bis dahin bekannt war. Und jetzt haben wir die große Vielfalt entdeckt, nachdem wir das an diesem einen Wurm entdeckt haben. Mhm. Zu dieser speziellen Dreiersymbiose haben wir auch noch Infos auf unserer Internetseite. Da können Sie da gerne noch mal dazu auch sich einlesen. Gab es denn Kollegen damals, ist ja schon ein paar Jahre her, die da an ihrer These gezweifelt haben? Weil das war ja sehr außergewöhnlich, diese Dreiergeschichte. Ja, es gab mehrere Kollegen, die daran gezweifelt haben. Zuerst ein Gutachter von der Arbeit, die wir eingereicht haben, und dann immer wieder Kollegen, die sich das nicht vorstellen konnten, dass das so funktionierte, wie wir uns überlegt hatten, dass es funktionieren könnte. Aber so eine Kritik ist ja auch hilfreich, weil das führt dazu, dass man immer wieder selber überprüft und immer wieder versucht, genau zu beweisen, warum es so ist, wie man glaubt, dass es so ist. Mhm. Also eine außergewöhnliche Leistung, wissenschaftlich, keine Frage, das war eine Sensation. Wie profitieren wir alle von dieser Symbiose, die Sie da entdeckt haben? Es ist so, dass wir durch diese Entdeckung angefangen haben, genauer hinzugucken, wie Symbionten sich gegenseitig füttern. Und inzwischen wissen wir beispielsweise bei unserer Darmflora in unseren Magen und im Darm vor allem, dass da auch ein gegenseitiger Austausch zwischen den Symbionten stattfindet. Aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann würde ich gerne das eigentlich noch ehrlicher beantworten und sagen, eigentlich haben sie erstmal gar nichts davon. Und das ist vergleichbar wie die Forschung, die Darwin an seinen Finken gemacht hat, wo auch zunächst nicht klar war, was man davon hatte. Aber die ist für die Biologie und für das Verstehen von Leben und für die Evolution ungeheuer interessant. Und so ist das auch mit unseren Würmern. Das ist schon ein faszinierend zu wissen, dass die Evolution so ein Wurm, der keinen Mund hat, keinen Darm, keinen Po hat, der zwei Symbionten aufgenommen hat, die sich gegenseitig auch noch füttern, wie sich sowas entwickelt, das ist faszinierend für die Biologie. Und könnte irgendwann noch, wenn die Forschung weiter voranschreitet, so eine Erkenntnis kommen, dass man sagt, es hat auch einen konkreten Nutzen? Das ist häufig so, dass Grundlagenforschung zu einem konkreten Nutzen dann später führt. Mhm. Aber am Anfang steht dann die Neugier des Forschers. Ja, ich finde es toll, dass Sie so ehrlich sind. Es ist ja immer ein Wagnis ja. für Forscher. Zurück in Deutschland hatten Sie ein weiteres großes Ziel. Sie wollten unbedingt ans Max-Planck-Institut in Bremen. Nun waren Sie ja schon eine Berühmtheit. Wie hat man Sie dort aufgenommen? Na, ich war mit Sicherheit keine Berühmtheit. Sie hatten eine besondere Entdeckung gemacht. Ja, also ich war noch eine sehr junge Wissenschaftlerin und ich habe dann viel an der Tür geklopft und immer wieder wurde mir gesagt, wir haben keine Stellen. Und ich war dann, glaube ich, habe ich mich gemeldet, bis hin zu einer vielleicht unangenehmen Penetranz. Das Ergebnis war aber, dass ich dann immerhin einen Vertrag für 3 Monate bekommen habe. Mhm. Ach so, also selbst wenn man schon wirklich reüssiert hat, ist es nicht so, dass da die Türen automatisch aufgehen. Nein. Am Max-Planck-Institut in Bremen forscht Nicole Dubilly weiter an ihrem Meereswurm und liefert die entscheidenden wissenschaftlichen Beweise für die Dreiersymbiose. Und daher wird 2001 dort eine neue Forschungsgruppe zu diesem Thema eingerichtet. Unsere Kollegen von Radio Bremen haben Nicole Dubilly und ihr Institut damals besucht. Dieser Wurm ist bei den jungen Wissenschaftlern in der Arbeitsgruppe Symbiose ein begehrtes Forschungsobjekt. Im Institut gibt es den winzigen Meeresbewohner in den unterschiedlichsten Formen. Unter anderem eingelegt in Paraffin. Große Verwandte hat er auch, der sogenannte Olavius algarvensis. Die sehen dann so aus. Die Bremer Forscher arbeiten mit großem Engagement und sind von dem unauffälligen Meereswurm, der in einer besonderen Zweckgemeinschaft mit zwei Bakterien lebt, ebenso fasziniert wie ihre Chefin Nicole Dubilly. Das heißt, drei Partner leben hier gemeinsam zusammen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist ja eine Art flotter Dreier. Das haben wir so formuliert. Wir haben das ein Ménage à trois genannt. Von den bisherigen Ergebnissen sind der Bund und das Land Bremen beeindruckt. Sie fördern deswegen die weitere Symbioseforschung der jungen Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie.
Das war vor 13 Jahren. Welche Rolle spielt die Entdeckung dieser Dreier-Symbiose bei diesem Wurm heute noch? Sie ist die Grundlage, auf der wir dann weiterhin an dem Wurm arbeiten. Inzwischen haben wir 3 weitere Partner entdeckt. Wir wissen also, dass es eine Ménage à plusieurs oder an vielen ist und dass da 5 Partner miteinander im Austausch stehen. Ach so, es waren doch nicht nur 2 Bakterien. Wir hatten 3 davon übersehen. Aber das passiert, das ist so in der Forschung, dass man dann am Anfang was beobachtet und dann immer wieder genauer und genauer hinguckt. Mhm. Und so haben wir dann noch 3 weitere Symbionten entdeckt. Mhm. Letztlich kam erst am Max-Planck-Institut der Erfolg, die Anerkennung für Ihre Leistungen in der Symbioseforschung. Und 2007 sind Sie dann Gruppenleiterin der Symbioseabteilung im MPI geworden. Wie wichtig war das für Sie? Es war eine schöne Anerkennung von der Arbeit, die ich gemacht habe und auch der Anerkennung von meinem Team. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich diese Forschung nicht allein mache, sondern mit meinen Studenten und mit den jungen Wissenschaftlern, die mit mir arbeiten. Und es war auch ein großer Schritt in die Unabhängigkeit und auch in der Möglichkeit, selbstständig wirklich mich in mein Forschungsgebiet zu begeben. Mhm. Forscherinnen und so wie Sie rüberkommen, wie Ihre Augen glänzen, wenn Sie mir erzählen, das klingt so, als ob man da mit Haut und Haaren dann vor Begeisterung drin verschwindet. Sie sind aber zwischen der ersten Postdoc-Stelle in Harvard und der zweiten am Max-Planck-Institut Mutter geworden. Richtig. Wie passt dieser Forschungsdrang, den Sie zweifelsohne haben, mit dem Muttersein zusammen? Damals, vor 17 Jahren, war das nicht ganz einfach. Ich war die einzige Wissenschaftlerin, die ein Kind bekommen wollte und danach wieder in Vollzeit weiterarbeiten wollte. Und ich denke, es war für mich ganz wichtig, dass ich vorher in der USA war, wo viele Frauen diesen Weg gehen. Und jetzt erlebe ich, dass meine Doktorandin und auch meine Postdocs, dass sie alle fröhlich Kinder bekommen und fröhlich weiterarbeiten. Da hat sich was verändert in Deutschland, Es hat sich sehr viel in Deutschland verändert, aber ich finde, es müsste sich auch noch mehr verändern. Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Das MPI arbeitet mit vielen anderen Institutionen eng zusammen, mit der Uni Bremen und dem MARUM, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften. Wie wichtig ist gerade bei der Tiefseeforschung, dass sich verschiedene Institute zusammentun? Das ist unerlässlich. Wir profitieren als Max-Planck-Institut von der Nähe zu der Universität Bremen. Und das MARUM, was an der Universität angesiedelt ist, die haben dort diese wunderbaren Forschungs-U-Boote, das sind unbemannte Tauchroboter, die wir dann verwenden auf unsere Ausfahrten. Sie haben auch dort sehr viel geologisches Expertise, was wir wiederum an unserem Institut weniger haben. Und diese Zusammenarbeit ist sehr, sehr befruchtend für unsere Forschung. Aha. Ist da nicht auch Konkurrenzkampf? Nicht belebt das, ja das Geschäft. Belebt sie sehr, aber ich würde sagen, dass Zusammenarbeit das Geschäft noch mehr belebt. Die Symbiose. Sehr gut. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dieser Zitatklassiker passt ganz hervorragend zur Tiefseeforschung. Und deshalb haben sich 2700 Forscher aus mehr als 80 Ländern zum bisher größten Tiefseeforschungsprojekt zusammengetan, dem Census of Marine Life. Census. Eine Volkszählung sozusagen im Ozean. Und 2010 wurden die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Das Forschungsschiff Senckenberg ist eine Woche lang auf der Nordsee unterwegs. An Bord Biologen auf der Suche nach neuen Tierarten. Ein Greifer hat Proben vom Meeresboden mitgebracht. Das alles ist Teil eines der größten Forschungsprojekte weltweit, der Census of Marine Life. Eine Volkszählung im Meer, die nach 10 Jahren Arbeit in diesem Herbst zu Ende geht. Nie zuvor haben sich Forscher so umfassend den Meeren gewidmet. Man hat im Jahr 2000 festgestellt, dass man sehr gut Bescheid weiß über die Artenvielfalt auf dem Land und auch über zum Beispiel, wie viele Sterne im Kosmos gibt oder wie die Oberfläche des Mondes aussieht. Aber nicht so viel wusste über die Verbreitung der Arten im Meer. Im Labor in Wilhelmshaven sammeln die Forscher Proben aus allen Meeren der Welt. An der Inventur unter Wasser sind 2000 Wissenschaftler aus 80 Ländern beteiligt. Ihr Ziel? Alle Tierarten im Ozean zu zählen
und ihnen einen Namen zu geben. Doch schon bald nach Beginn stoßen die Forscher auf ein ungewöhnliches Problem. Bei jedem Tauchgang hinab in den Ozean finden sie neue, fremdartige Lebewesen. Kraken, Quallen, bizarre Fische. Sie vermuten bis zu 10 Millionen verschiedene Arten im Meer. 8-mal mehr als an Land. Damit hatte niemand gerechnet. Die erste Aufgabe nach jeder Expedition, die mitgebrachten Exemplare zu zählen. Dabei werden sie nach Tiergruppen sortiert, auch die kleinsten. Diese Ruderfußkrebse sehen sie hier zum ersten Mal. Und auch bei diesem Fadenwurm handelt es sich vermutlich um eine neue Art. Jeden ihrer Funde müssen sie zeichnen und beschreiben. Finanziert wird die Volkszählung von einer amerikanischen Stiftung mit 1 Milliarde Dollar. Dennoch dauert es bis zu 3 Jahre, bis sie alle Exemplare einer einzigen Expedition untersucht haben. Die Erfolgsmomente ihrer Arbeit genießen sie trotzdem. Manchmal ist es so, dass ich sogar Arten finde, die ich selber beschrieben habe. Und dann ist es, wie man einen alten Freund wiederzutreffen. Also man freut sich und man begrüßt sich sozusagen. Von Tiefseewürmern über Muscheln bis zu Seesternen und Korallen. Die Forscher des Census of Marine Life haben bisher über 5600 neue Tierarten entdeckt. Im Schnitt waren es 2 am Tag. Unter Biologen ein Rekord. Am Hauptsitz des Senckenberg-Instituts in Frankfurt am Main wollen die Wissenschaftler nicht nur wissen, was heute in den Ozeanen lebt, sondern auch, wie sich das Leben im Meer verändert hat. Und das ist schon ein Anzeichen dafür, dass das was anderes ist. Die Stirn ist auch ein bisschen anders. Sie vergleichen ihre Funde mit Zeichnungen, die über 100 Jahre alt sind. Sie stammen von der ersten deutschen Tiefsee-Expedition. Auf der Valdivia stechen im Jahr 1898 erstmals deutsche Forscher in See, um die Welt unterhalb der Meeresoberfläche zu erkunden. 9 Monate lang sind sie unterwegs. Ihre Netze holen aus tausenden Metern Tiefe zahllose Lebewesen an Bord. Eine wissenschaftliche Sensation. Zunächst hat diese Expedition das Wissen über den Ozean verändert. Und zwar dadurch, dass es ihr gelang, nachzuweisen, dass das Leben nicht nur am Tiefseeboden gab, sondern in allen Wasserschichten zwischen der Oberfläche bis zum Tiefseeboden hin. Heute tragen die Meeresforscher die alten und neuen Funde in die Datenbank des Zensus ein. Fast 240.000 Arten kennen sie bisher insgesamt. Doch in vielen Meeresgebieten sind sie noch nie gewesen. Auch wie sich die Ozeane verändert haben und wie sie sich von Raubbau und Klimawandel erholen können, ist noch unklar. In einigen Regionen ist das tatsächlich ein Wettlauf mit der Zeit, diese Vielfalt kennenzulernen und zu verstehen, bevor diese Gebiete dann auch zerstört werden. Der Census of Marine Life ist im Oktober 2010 offiziell beendet. Doch die Forscher wollen weitermachen, auf eigene Faust. Ihre Arbeit hat gerade erst begonnen. Sie waren auch an diesem Census of Marine Life beteiligt. In welcher Form? Ich war im Vorstand von einer Gruppe, die sich mit diesen heißen Quellen in der Tiefsee und auch mit kalten Quellen befasst hat. Und unser Anliegen war, innerhalb der 10 Jahre von diesem Census die Diversität dieser Lebensgemeinschaften in der Tiefsee zu erfassen. Aber wir haben maximal 10% von den heißen Quellen, die in der Tiefsee sind, entdecken können. Mhm. Geht denn jetzt die Forschung noch weiter oder ist das abgeschlossen, oh ja, dieser Zensus? Die geht weiter. Nicht innerhalb des Zensus, das ist abgeschlossen, aber die Forschung generell, international und national, die geht weiter. 2012 sind Sie Professorin an der Uni Bremen geworden, 2013 dann Direktorin am Max-Planck-Institut. 2 große Karriereschritte, wie hat das Ihr Leben verändert? Erstmal
Eigentlich wenig. Also mein Leben hat es wenig verändert. Beruflich war es insofern eine Veränderung, als dass ich wesentlich mehr Administrationsaufgaben, Verwaltungsaufgaben bekommen habe. Und auch nicht ganz so viel zum Forschen selber kommen, wie ich das gerne täte. Aber es ist auch eine große Herausforderung und eine, die mir viel mehr Spaß macht, als ich dachte. Mhm. Wie hatten Sie sich's vorgestellt? Ich habe mir vorgestellt, dass ich nur noch in einer Kommissionssitzung nach der anderen sitzen würde. Und diese Arbeit ist auch wichtig und muss gemacht werden. Aber am Max-Planck-Institut hat man den großen Luxus, dass man nicht ganz so viel von dieser Verwaltungsarbeit machen muss wie ein Universitätsprofessor. Und insofern ist die Arbeit, die ich mache, dann auch eine, die mir Spaß macht. Sie sind ja auch noch Universitätsprofessorin. Richtig, aber wir haben, das bin ich, aber wir müssen nicht so viel Lehre machen wie ein Universitätsprofessor. Wir dürfen weniger machen als Max-Planck-Direktor und wir müssen nicht ganz so viel Gremienarbeit machen. Mhm. Wir haben schon einen großen Luxus gegenüber unseren Universitätskollegen, die nur an der Universität eine Stelle haben. Wie viel Stunden Aufwand ist Ihr, wie groß ist Ihr zeitlicher Aufwand? Sind Sie wirklich jeden Tag im Institut oder wie viel sind Sie auf Reisen? Wie ist da die Relation? Also ich finde, dass ich viel zu wenig auf Reisen bin. Meine Studenten im Labor finden, dass ich viel zu viel auf Reisen bin. Es ist so, dass der Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich ist. Manche Tage sind sehr lang und manche Tage sind kurz. Ich habe auch den Luxus, dass ich viele von meinen Arbeiten auch zu Hause machen kann, weil vieles dann doch Papers bearbeiten ist und das kann ich auch am Laptop zu Hause machen. Und wie viel sind Sie am Meer? Einmal im Jahr? Zehnmal im Jahr? Ja, wie gesagt, viel zu wenig. Also ich habe mir vorgenommen, einmal pro Jahr eine Ausfahrt zu machen. Mhm. Letztes Jahr war ich im Golf von Mexiko unterwegs mit einem amerikanischen Forschungsschiff und Bob Ballard, der dafür bekannt ist, dass er die Titanic am Meeresgrund wiedergefunden hat. Das hat großen Spaß gemacht, ihn zu erleben. Und dann mache ich auch meine Sammlung von Flachwassertieren, den Würmern. Jetzt waren wir gerade letzten Mai auf Elba für 14 Tage und haben dort intensiv die gesammelt bei herrlichem Sonnenschein und ohne eine persönliche Regenwolke. Sehr schön. Es gibt ja immer noch viele Frauen, die vor solchen Führungspositionen zurückschrecken, die gar nicht haben wollen. Sind Sie da grundsätzlich anders gestrickt oder? Am Anfang haben Sie gesagt, Sie wussten nie, ob Sie das wollen. Ja, also ich habe auch lange gezögert, ob ich so eine Aufgabe übernehmen möchte. Unter anderem, weil ich glaubte, dass ich mich damit zu weit weg von der Forschung entfernen würde. Auch weil ich diesen sogenannten Kampf, der immer wieder mit Leitungspositionen gleichgesetzt wird, gescheut habe. Inzwischen habe ich festgestellt, dass man auch als Frau eine Leitungsposition einnehmen kann und dass man auch mit weiblichen Mitteln durchaus auch seinen Mann stehen kann. Und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, andere Frauen darin zu ermutigen. Einfach ausprobieren. Heute sind Sie an Bord, die Chefin, wenn es auf Tiefsee-Expedition geht. Und zu Anfang der Sendung haben wir ja schon ein paar Bilder gesehen. Auf der Forschungsfahrt mit der Meteor auf dem mittelatlantischen Rücken haben wir sie gezeigt. Und dort im Atlantischen Ozean gucken die Berggipfel dieses gigantischen Unterwassergebirges aus dem Meer. Die Azoren. Die Inselgruppe mitten im Atlantik wurde vor Jahrmillionen von Vulkanen geformt, die bis heute aktiv sind. Die 9 Inseln sind die höchsten Gipfel des Mittelatlantischen Rückens, der längsten Gebirgskette der Erde. An Bord des Forschungsschiffes Meteor will die Meeresbiologin Nicole Dubillet die unterseeischen Vulkane dieser Gebirgskette erkunden. Ein aufwendiges Unterfangen. Ehe der Unterwasserroboter den oft winzigen Schlot eines Tiefseevulkans findet, kann es Tage dauern. In völliger Dunkelheit muss er in langsamer Fahrt jeden Quadratmeter des Meeresbodens absuchen. Dort, wo glühendes Magma aus dem Erdinnern auf Meerwasser trifft, entstehen bis zu 400 Grad heiße Hydrothermalquellen. Das Wasser ist reich an Mineralstoffen und Schwermetallen.
eine giftige Brühe und doch Grundlage für Leben. Viele Tiere leben dort in Gemeinschaft mit Bakterien, die Schwefelwasserstoff und Methan als Energiequelle nutzen. Energie, die sie ihren tierischen Partnern zur Verfügung stellen. An Bord der Meteor steigt die Spannung, wenn sich der Roboter einem mutmaßlichen Quellgebiet nähert. Lagebesprechung. Der Roboter ist 580 Meter entfernt von einer Stelle, an der Nicole Dubillier eine Hydrothermalquelle vermutet. 2 Stunden wird er noch etwa bis dorthin brauchen. In 2000 Metern Tiefe herrschen extreme Strömungen, mit denen der Roboter zu kämpfen hat. Zudem ist die Orientierung sehr schwierig. Doch Nicole Dubillier bekommt unerwartet Unterstützung. Mit an Bord ist ihr Kollege Christian Ferreira, der ein neues Echolot zur Vermessung des Meeresbodens testen will. Es ist unglaublich. Wir können in 2000 Metern Tiefe sämtliche Details der Vulkane erkennen, mit sehr hoher Auflösung. Das Gerät misst 400 Mal detaillierter als bisherige Echolote. Nicole Dubillier ist begeistert. Sogar die Gasblasen werden sichtbar, die von den Hydrothermalquellen zur Oberfläche aufsteigen. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten. Könnten so ohne aufwendige Tauchfahrten Hydrothermalquellen gefunden werden? Nicole Dubillier wirft die Reiseplanung über den Haufen. Sie lässt die Meteor tagelang kreuzen. Das Echolot entdeckt eine Gassäule nach der anderen und lokalisiert auf 2 Meter genau die Austrittsorte. Es sind Dutzende auf nur ein paar Quadratkilometern. Jetzt soll der Roboter am Meeresgrund die Messung überprüfen. Er wird sofort fündig. Ein klarer Raucher, wie diese Art der Hydrothermalquelle genannt wird. Die Suche nach ihnen wird also künftig sehr viel schneller gehen. Die Entdeckung so vieler Hydrothermalquellen löst auch ein altes Rätsel der Tiefseeforschung. Wie können sich langsam kriechende oder festsitzende Tiefseebewohner ausbreiten, die ja nur an den Hydrothermalquellen leben? Bislang dachten wir immer, die sind ganz weit auseinander, tausende von Kilometern entfernt, und konnten uns nicht gut vorstellen, wie sie sich ausbreiten können. Weil die Larven, die Jugendstadien, mit denen sie sich ausbreiten, müssten dann tausende von Kilometern immer zurücklegen, bis sie zur nächsten Oase kommen. Jetzt mit dem Wissen, dass es ganz viele von solchen kleinen Hydrothermalquellen gibt entlang der Rückenachse, können wir uns vorstellen, dass sie immer kleine Zwischenpausen machen, um dann sich endgültig anzusiedeln an der nächsten großen heißen Quelle in 1000 Kilometer Entfernung. 10-mal mehr dieser heißen Quellen scheint es zu geben, als man bisher dachte. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Leben in der Tiefsee. Die vielen kleinen Vulkane beeinflussen auch den Wärmehaushalt der Meere. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, werden die Quellen nun genau untersucht. Man macht sogenannte Wärmebudgets. Man kalkuliert, wie viel Wärme tritt aus dem Erdinnern in das Meer ein und wie verändert das den Gesamtwärmehaushalt, davon sprechen wir, der Meere. Und wenn insgesamt an viel mehr Stellen am Meeresboden heiße Flüssigkeiten in das Meer hineintreten, dann bedeutet das, dass wir untersuchen müssen, ob der Wärmehaushalt jetzt anders beeinflusst ist von heißen Quellen, als wir bislang dachten. Denn wenn die Meere durch die Vulkane viel stärker erwärmt werden als bisher angenommen, könnte das sogar Auswirkungen auf unser Klima haben. Vor allem, wenn sich der Vulkanismus am Meeresgrund verändert. Für Nicole Dubillier geht eine spannende Forschungsreise zu Ende. Wie so oft hat sie neue Erkenntnisse gebracht und viele neue Fragen aufgeworfen. Wir haben gerade schon gehört, diese heißen Quellen in der Tiefsee und die Temperaturen dort haben Einfluss auf unser Klima. Was könnte das wie verändern? Es ist so, dass die Tiefsee einfach eine entscheidende Rolle spielt für das Klima, was wir hier oben an der Oberfläche erleben. Meeresströmung, Oberflächenmeeresströmung, der Golfstrom, der das warme Wasser dann nach Europa bringt, der kann nur funktionieren, weil es in der Tiefsee viel kälter ist und weil es dann verbunden wird, dieser Oberflächenstrom, mit den Tiefenströmungen. Wenn wir also nicht die Tiefsee hätten, dann hätten wir auch nicht die Strömungen beispielsweise hier in Europa, die das warme Wasser vom Golfstrom
Stausstrom zu uns führen. Mhm. Und was passiert, wenn die Tiefsee wärmer wird? Wenn die Tiefsee wärmer wird, dann wird insgesamt die Erde wärmer. Das ist auch jetzt schon der Fall. Es werden große Mengen von Wärme und auch CO2 in der Tiefsee gespeichert. Mehr an der Oberfläche, aber immer mehr jetzt auch in der Tiefsee. Und das führt zur Erwärmung und auch Schmelzen der Polkappen. Mhm. 2014 haben Sie den Leibniz-Preis bekommen, dotiert mit 2,5 Millionen Euro. Ich gratuliere nochmal. Danke. Was hat Ihnen das bedeutet? Also zunächst ist es ganz wichtig, mir immer wieder zu sagen, dass ich damit mir noch nicht mal ein paar Schuhe privat kaufen konnte, sondern dass das wirklich für die Forschung ist. Das hat mir insofern viel bedeutet, als das eine Anerkennung war von der Forschung, die ich zusammen mit meinem Team gemacht habe. Das war eine schöne Anerkennung. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Preis ist vor dem Preis in, dass es eine unglaubliche Herausforderung jetzt auch ist, dieses Geld sinnvoll zu verwenden und auch zu zeigen. Ich hoffe nicht. weiterhin gute Forschung zu machen. Aha. Sie sind einen ungewöhnlichen Weg gegangen mit vielen Durststrecken, diese langen Jahre, 7 Jahre Doktorarbeit. Eigentlich wollten Sie ja Ballerina werden, also das war mitnichten ein ganz gerader Weg. Sie sind sehr erfolgreich geworden. Was meinen Sie, war der Schlüssel zu Ihrem Erfolg? Also ich glaube, dass ganz viele Menschen, die Erfolg haben, lange Durststrecken hinter sich bringen mussten. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist eine Mischung. Einmal, dass man Misserfolge immer wieder wegsteckt, dass man immer wieder einfach aufsteht und dann sagt, ich mache weiter oder ich mache erst recht weiter. Und ich glaube, das andere ist die Begeisterung und Faszination für das, was ich machte. Und dann das allerletzte ist, dass ich einen Ehemann habe, der mich in allem unterstützt und auch die Familienarbeit mit mir 50% geteilt hat. Den grüßen wir ganz herzlich an dieser Stelle. Und Ihr Wunsch als Forscherin, der noch in Erfüllung gehen soll, ist wahrscheinlich einmal runter, ne? Mit dem Tauchroboter. Oh ja, das ist mein großer Traum. Ich war noch nie mit einem bemannten Forschungs-U-Boot in der Tiefsee. Und das würde ich sehr gerne machen. Ich müsste dann erst mal gucken, ob ich mit der Enge, die dort ist, klein, ne? Ist es sehr klein. So wie wir jetzt hier und wenn stehen, man Platzangst hat, dann hat man ein Problem. Aber man darf glücklicherweise das erst mal ausprobieren und dann sich überlegen, ob man wirklich für 12 Stunden sich einschließen lassen will. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass das bald kommt. Bedanke mich für den Besuch bei uns, Professor Nicole Dubilier. Danke. Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß bei Ihrer Arbeit. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Das war Planet Wissen mit der Tiefsee. Bis bald. Tschüss.